Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wieder mit unserem Format. Was haben wir denn eigentlich alles für euch so da? Ich gehe gerne einmal mit euch nochmal über den Platz und wir schauen mal, was wir so im Angebot haben. Fangen wir mit an. 2020er Challenger V6. Eigentlich mit 18 Zoll Felgen, aber wir haben den jetzt einfach mal auf 20 Zöller gestellt. Gefällt uns eigentlich auch besser und sieht, finde ich, ein bisschen aggressiver und böse aus als die serienmäßigen 18 Zoll Felgen. Daneben haben wir den Jeep, den kennt ihr schon aus einem anderen Video. Jedoch haben wir zum einen vorne einen Teil der Stoßstange abgebaut. Man sieht es, dadurch kann man besser reingucken. Und die Felgen, die eigentlich so Gold-Bronze waren, haben wir nochmal schwarz lackiert. Im Gesamtbild kann das aber eigentlich auch ein bisschen was. Dann gehen wir weiter. Wir haben immer noch Mustangs V6 da. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir die beim letzten Mal hatten, mittlerweile zwei Ford Thunderbirds. Die einmal als 50 Jahre Modell und einmal als normalen. Das sind Autos, die werden nicht ganz so schnell verkauft, was aber auch nicht schlimm ist, weil das ganz spezielle, außergewöhnliche Autos sind. Also wenn Liebhaber da sind, Ford Thunderbird, haben wir da. Dann im Moment sehr gefragt, wieder völlig unerwartet, sind die Mustang Cabrio EcoBoost. Weil es die ja in Deutschland nicht mehr gibt, haben wir die einmal in Grau. Dann haben wir den in Schwarz. Das ist dieser hier. Und da drüben haben wir den EcoBoost auch nochmal als Cabrio-Automatik in Weiß. Dann immer noch unsere aktuellen Van-Könige, die Chrysler Pacifica. Wir haben im Moment drei Stück, kriegen aber nächste Woche nochmal drei, wovon aber schon wieder ein paar gefragt sind. Und zwar haben wir einmal die Farben Rot, obwohl ich das, also die Farbe nennt sich, beim Challenger heißt sie Oktanrot, beim Pacifica weiß ich die genaue Farbbezeichnung gar nicht, das ist aber mehr so ein dunkles Rubinrot. Dann haben wir den Pacifica, das sind jetzt alles drei die Touring Ls, die ihr aus den anderen Videos auch schon kennt, in Schwarz und in Weiß. Was noch reinkommt, sind Grau, dunkles Blau hatten wir, den hatten wir aber nur ganz kurz, der war ratzfatz wieder weg. Und Schwarz, klassische Farbe. Das sind die, die wir im Moment da haben. Camaros haben wir noch, zwei Cabrios, einmal V6 Rot und einmal V6 Weiß. Challenger, Challenger, Challenger. Haben wir, zeige ich euch hier noch einen. 2020er Modell, immer noch der mit der aggressiven SRT-Haube und mit der SRT-Front. Den haben wir noch. Und die Corvette C7, die weiße, die kennt ihr glaube ich auch aus dem letzten Video noch. Ist jetzt etwas untypische Cabrio-Zeit im Januar. Heute Morgen hat es etwas geschneit bei uns. Das macht uns aber nichts. Und trotz Corona könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir machen gerne alles digital. Wir wickeln gerne alles mit euch per WhatsApp, per Telefon, per Videoanruf ab. Das ist alles kein Problem. Und falls ihr zu uns kommen möchtet, bitte nur mit Termin und mit ganz viel Abstand und mit Maske. Dann kriegen wir das aber hin, dass wir uns durch die Scheibe unterhalten können. Also wenn ihr Fragen habt, ruft mich gerne an oder schreibt mir. Kontaktdaten stehen unten drin. Und das war's mit unserem nächsten Update zum Thema, was haben wir eigentlich alles da. Bleibt gesund, danke fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.